Ihr wisst natürlich, wie das Ganze funktioniert mit dem Sex. Die Beteiligten reißen sich die Klamotten vom Körper und es geht direkt los mit dem Penetrationssex. So zumindest in den Hollywood- und auch anderen Filmchen. Wir können es auch direkt beim Namen nennen, Pornos. Dabei sehen natürlich alle Beteiligten unfassbar gut aus, stöhnen, was das Zeug hält und kommen, ganz wichtig, immer gleichzeitig zum Orgasmus. Ganz ehrlich, so läuft das Ganze natürlich meistens nur in der medialen Darstellung ab und hat überhaupt nichts mit der Realität zu tun. Gerade in Pornos ist dieses Bild total verfälscht. Deshalb decke ich heute die 6 größten Sexmythen auf. Es wird spannend. Not really, denn Lust baut sich in den allermeisten Fällen langsam auf und deshalb ist das Vorspiel auch so wichtig. Dabei beschränkt sich dieses nicht nur auf den Intimbereich, denn es gibt zahlreiche erogene Zonen am Körper. Es gibt also viel zu entdecken und viele Wege, sich in Stimmung zu bringen. Wie lange das Vorspiel dauert, ist dabei natürlich nicht klar definiert. Die einen brauchen 5 Minuten, die anderen eine halbe Stunde. Am besten ist, wenn ihr darüber sprecht und sagt, was ihr wollt. Denn zu Sex gehört nicht nur das Thema Kommen, sondern auch Kommunikation. Sex ist gleich nur Penetration, also rein raus. Ganz so einfach geht die Gleichung nicht aus. Denn Eindringen ist nicht unbedingt die einzige Möglichkeit, um Spaß zu haben und zum Orgasmus zu kommen. Laut Studien zufolge nämlich manchmal sogar die schlechteste Möglichkeit, vor allen Dingen für Menschen mit Vagina, denn da ist der empfindlichste Teil die Klitoris und die befindet sich eher außen und wird beim rein raus wenig stimuliert. Wird die Klitoris stimuliert, ist sie eigentlich ein Garant fürs Kommen zum Orgasmus. Wie wichtig das kleine Organ ist, hat auch Sheila hier auf YouTube schon erklärt und der Klitoris ein ganzes Video gewidmet. Manche Frauen, ungefähr nur 15-20%, kommen alleine durch das Rein-Raus zum Orgasmus durch die entstehende Reibung. Die Reibung ist allerdings viel wichtiger für Menschen mit Penis, denn das erzeugt bei denen die meiste Lust. Diese Reibung lässt sich aber natürlich auch ganz, ganz, ganz vielfältig erzeugen. Zum Beispiel mit dem Mund, mit den Händen, mit Toys. Sex kann also auch ohne Penetration stattfinden und ist dabei nicht weniger schön und immer noch Sex. Im Durchschnitt hält die Erektion des Mannes 3 bis 13 Minuten. Also Dauererektionen von 3 Stunden oder was sind also völlig unrealistisch. Auch kann es sein, dass die Erektion nicht immer komplett hart ist, sondern auch während des Sex oder anderen Sachen mal ein bisschen weniger wird und dann wieder mehr. Auch das ist völlig normal. Da wird vor allen Dingen in Pornos eine falsche Vorstellung und ein falsches Bild vermittelt, was den Sex und die Performance des Mannes angeht. Egal ob Dauer, Größe oder Härte der Erektion, das Ganze wird in Pornos oft falsch und übertrieben dargestellt. Dieser Performance-Druck führt dann wiederum zu Versagensängsten und diese können sich tatsächlich auf die Erektion auswirken und leider nicht positiv. Dabei musst du wissen, dass in der Pornoindustrie mit allerlei Tricks gearbeitet wird. Ist der Penis mal nicht so irrigiert, wird diese Szene einfach rausgeschnitten. Außerdem werden zum Beispiel Potenzmittel für die Darsteller verwendet oder auch Sperma kommt aus der Spritze und ist deswegen von der Menge her recht viel, aber auch von der Geschwindigkeit. Es ist also wichtig, dass das, was du da siehst, richtig einordnen kannst. Oder glaubst du, alles, was in einem Actionfilm passiert, kannst du auch im realen Leben? Der durchschnittlich große Penis, und selbst wenn er etwas kleiner ist als der Durchschnitt, reicht komplett für alle Sachen, die mit Sex zu tun haben, aus. Drüben bei TikTok wurde ich häufiger gefragt, ob man etwas tun kann, damit der Penis wächst. Erstmal Ruhe bewahren und abwarten, denn der Penis wächst die ganze Pubertät über und das bis ungefähr zum 19. Lebensjahr. Insgesamt hat die Größe des Penis etwas mit der Veranlagung zu tun und daran kann man dann nicht mehr so viel machen, außer in Extremfällen. Und weißt du, wie und wo du deine Partnerin stimulierst, ist das die wahre Qualität und Größe. Sex kann richtig anstrengend sein. Schweiß, ein gerötetes Gesicht, all das gehört dazu und ist völlig normal, genauso wie der Lusttropfen oder die Lubrikation. Als Lubrikation wird die Gleitflüssigkeit bezeichnet, die bei der Frau bei sexueller Erregung entsteht. Sie dient dazu, die Vulva und die Klitoris feucht zu halten. Der Lusttropfen ist quasi das männliche Pendant. Er dient dazu, die Eichel zu befeuchten, die Harnröhre zu reinigen und für den Samenerguss vorzubereiten.
Im Lusttropfen sind zwar keine Spermien enthalten, aber Vorsicht, es können noch zum Beispiel von einer vorherigen Ejakulation Spermien in der Harnröhre sein und dadurch rausgespült werden. Durch die ganze Feuchtigkeit, die beim Sex entsteht, egal ob es nun im Intimbereich ist oder auch Schweiß auf deiner Haut, kann es beim Sex auch zu Pupsgeräuschen kommen. Das ist völlig normal. Ist das Gegenteil der Fall und das Ganze ist etwas zu trocken, dann verwendet einfach Gleitgele. Am besten die wasserbasierten, denn diese greifen nicht das Kondom an, was den Schutz verringert. Die Zeit von der ersten sexuellen Erregung bis hin zum Orgasmus unterscheidet sich stark und das von Person zu Person, aber auch von Geschlecht zu Geschlecht. Da das Ganze so individuell ist, ist es eher selten, dass beide gleichzeitig zum Orgasmus kommen. Und wenn es dazu kommt, wie lang ist eigentlich so ein Orgasmus? Bei Menschen mit Penis ist das Ganze recht kurz, nämlich ungefähr 3 bis 12 Sekunden. Bei Frauen kann das Ganze ungefähr 30 Sekunden bis sogar zu einer Minute dauern. Macht euch am besten wenig Stress und wenig Druck, denn wie der Sex in Pornos dargestellt ist, so gefällt er den meisten eigentlich gar nicht und entspricht auch nicht der Realität. Und wichtig ist, am besten drüber reden, denn das sorgt für den meisten Spaß beim Sex. Wir haben Sexmythen ausgewählt, aber welche fallen euch dazu ein? Schreibt's gerne in die Kommentare. Mehr Themen und Videos gibt es natürlich bei Dr. Sex auf TikTok von Sheila und mir und lasst gerne ein Abo hier.